Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum Fußballmanager 13, unserer Karriere hier mit dem FC Sion, die in der ersten Folge wirklich sehr gut angekommen ist. Ich nehme heute auf, wo die zweite Folge erscheint. Und trotzdem ist die letzte Aufnahmesession ewig her, weil ich das ja ein bisschen im Voraus produziert habe, aber das soll jetzt nichts daran ändern, dass wir hier trotzdem Spaß haben. Ich hoffe, die zweite Folge kommt genauso gut an wie bei euch wie die erste. Die ist wirklich für unsere Verhältnisse explodiert durch die Decke. Ich glaube, es waren 8 oder 9 Daumen nach oben. Das ist schon mal für unsere Verhältnisse wirklich richtig überragend. Und von daher kann man da schon sehr zufrieden mit sein. Ich muss hier gerade mal kurz gucken. Ihr seht, ich habe ein paar Spielerbilder organisiert. Aber warum sind hier in der zweiten Mannschaft noch so viele Spieler, die auch was wert sind? Können wir die alle nicht verkaufen? Das ist ja nicht so schön, ne? Scheinbar können wir die alle noch nicht verkaufen. Schade. Müssen wir später uns nochmal drum kümmern. Jugendmannschaft, falls ihr da ein Jugendspiel übernehmen wollt, ist immer noch alles tutti frutti, hoffe ich. So, noch haben wir ja hier kein richtiges Talent dabei. So, das ist unser Jugendspieler und hier der Balmer. Ihr seht, die haben Spielerbilder bekommen. Zudem haben, wer hat denn noch kein Spielerbild gehabt? Kabasele hatte kein Spielerbild, der hat ein schönes bekommen. Embolo hat ein schönes Spielerbild bekommen. Ansonsten, Ayeti kennen wir ja auch. Warum spielt der gerade nicht? Weil Wüthrich auch ein Talent ist. Ansonsten, die Neuzugänge haben wir im Bild, zum Beispiel Denaya. Fekir war komischerweise ohne Bild, den habe ich eins gegeben. Flachodimus hatte eins. Dahut hatte der eins, ich glaube schon. Riedewald hat auf jeden Fall keins und Rodriguez auch nicht. Die haben jeweils auch ein Spielerbild bekommen. Ansonsten bei den gescheiterten Neuzugängen. Piaka hat natürlich ein Spielerbild bekommen, der keins hatte. Mal gucken, ob wir den kriegen können. Wird schwer. Zumindest diese Transferperiode. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Spiel per Sofortberechnung. Das nächste wird dann ein Live-Spiel. Aber Aarau ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wir holen mindestens ein Unentschieden, hoffe ich. So, Hintergrundmusik wurde wieder ein bisschen erweitert. Jede Aufnahmesession ein bisschen, ein paar neue Stücke dazu. Wenn ich die Zeit dazu finde, damit wir hier immer wieder Abwechslung reinkriegen. Dann sagen wir mal, gebt euer Bestes. Sieht ja bislang ganz gut aus. Zwar in Anführungsstrichen nur ein Unentschieden, aber das haben wir ja gesagt. Wir müssen hier erstmal kleine Brötchen backen lernen. Das gilt gerade für mich. So, ansonsten schauen wir mal. Embolo hat getroffen. Herrera und Ndoye schicken wir jetzt nochmal rein. Embolo trifft zum zweiten Mal. 2 Tore, 3 Tore. Breel, Donald, Embolo. Das nenne ich mal ein gelungenes, zwar nicht Debüt, aber ein gelungener Einstand als... Ja, auch nicht Einstand, aber einfach gelungen. 3 Spiele, 3 Tore ist eine super Quote. Die anderen Ergebnisse. Zürich gewinnt 3:2 gegen Luzern. Die Young Boys Bern gewinnen 4:1 gegen den FC Thun. Basel gewinnt 5:1 gegen Vaduz. Und die Grasshoppers aus Zürich 1:0 gegen St. Gallen. Die Grasshoppers aus Zürich werden unser nächster Gegner. Das, wie gesagt, live. Ich denke... Begegnung gegen die Grasshoppers, gegen den FC Zürich, gegen die Young Boys und gegen Basel spielen wir live. Das sind 4 Spiele live und 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in der Sofortberechnung. Ich glaube, das kann man verkraften. Ist eine gute Quote. Jeder sollte an irgendetwas glauben und wenn es beim FC Sion ist. Ja, dann machen wir das doch so. Embolo, wie gesagt, 3 Tore. Hab doch gesagt in der letzten Aufnahmesession, der kann einer werden. Francis Affolter, das ist der bei Bremen war, ne? Ja. Ja, Merkel, auch ein ganz guter, aber für uns leider sehr unrealistisch. Balmer verstärkt Innenverteidigung, den Jugendspieler haben wir uns gesichert. Ablösefrei von den Young Boys aus Bern. Richtiger Kracher, der wird uns noch viel Spaß bereiten, hoffe ich. So, dann würde ich dir doch sagen, du hast eine Stammplatzgarantie, oder?
Also, ich bitte dich, ne? So viele defensive Mittelfeldspieler haben wir nicht. So. Jetzt hier noch der Nachbericht und dann sind wir gut durch. Warte, das kommt ja weg. Muss ich mich erst noch dran gewöhnen. So, 2,5 sagst du, 2,5. Und hier auch 2,5. Dann sieht das nach einem runden Vertrag aus, müsste passen. So, hier hätte ich gern 500.000. Michael Skibbe, unser nächster Gegner. Auch ein sehr bekannter Trainer. Neue Hintergründe verfügbar. Wie gesagt, den Manager haben wir erst neu. Deswegen kriegen wir noch die ganzen Errungenschaften hier. So, zudem kommen die Mitarbeiter wieder vom Lehrgang. Das ist schön. Zwei neue Scouts haben wir bekommen. Es wäre schön, wenn du nicht die Spieler scoutest, sondern die Jugend. Wir brauchen bessere Jugendspieler, Freund. Auch wenn ich gern mehr über die Spieler wüsste, wie Pjaka und Weiser und Co., aber ich denke, wir wissen genug, dass wir den Transfer so machen können. Auch ohne Scouts. Ansonsten 7 Punkte, es ist vollkommen okay. Wir sind 3 Punkte hinter Basel, die wirklich ganz andere Bedingungen haben als wir in der Regel. So, die Naya, das probieren wir noch einmal. Feke müssen wir auch noch einmal so probieren. Riedewald auch. Ich kann hier keine Unsummen ausgeben. So, das passt. 500.000. Kriegen wir wieder ein bisschen Kleingeld obendrauf. Ja, Basel wurde dreimal hintereinander Meister. Flacholimus wird unser neuer Torwart. Damit können wir den richtigen Torwart hier, den Vaines, dann in die zweite Mannschaft schieben und dort versuchen zu verkaufen. So, noch geht es nicht, aber gleich. Ich habe mir eben aus Versehen schon mal angefragt, weil ich nicht wusste, wie ich in der letzten Aufnahmesession geplant habe. Ist wie gesagt für mich schon wieder knapp einen Monat her. Die letzte Aufnahmesession war am 28.05. und jetzt ist der, lass mich nicht lügen, der 25.06. Also wirklich knapp einen Monat, da erzähle ich keinen Scheiß. Da sieht man mal, wie weit ich im Voraus da das Ding aufgenommen habe. Das wusste ich selber noch nicht bis eben. Ich dachte echt, das wäre so ein bisschen zeitnah gewesen, aber die Zeit verfliegt aber auch ganz schön, muss man sagen. So. Kanute natürlich, Kanute sage ich schon. Der ist wieder fit. Kommt rein. Aber ich würde Embolo trotzdem gerne mitnehmen. Nehmen wir mal Christoffi runter und Pereira hier in die Reserve. Pereira. Müssen wir schauen, ob wir den auch verkaufen können. Der wird schon. Den können wir leider nur auf Laie setzen. Das ist aber immer ein bisschen dumm. Braucht man nicht. Ja, wir haben alle angeboten, die wir können. Sind nicht viele, aber dafür können wir die dann in der nächsten Transferperiode anbieten. So. Na, wir haben ja noch gar keinen Samstag. Das geht noch nicht. Alle Spieler versichern und weiter geht's. So, Flacholimus kommt zu uns. So, Rodriguez Vertrag läuft aus. Den sollten wir eigentlich auch kriegen. Einige Male spielen passt. Nationalspieler sollten wir auch schaffen. In der Schweiz geht das ja eigentlich relativ gut. Die haben zwar einen Granit-Chaka, aber es sollte trotzdem machbar sein, finde ich. So, Rodriguez. Ah ne, das hier kommt weg. Dann machen wir hier die 5. Hier die 5. Und hier die 5. Und hier die 5. Gehen dann auf 150.000 und dann müsste der Vertrag doch passen. So, dann dürfte der vielleicht auch vor dem Grasshoppers-Spiel schon kommen, was uns noch eine zusätzliche Option gibt. Ey. So. Autosave wird durchgeführt. Jugendspieler entdeckt, ist auch schön. Bauhof bauen wir auch gerade nochmal auf.
aus, solange wir noch ein bisschen Geld haben. Wie gesagt, diese Saison können wir nicht so viel ausbauen. Dahut kommt auch. So, Vanins, kein Verein interessiert. Das kriegen wir jetzt hin. Hoffe ich doch. Vielleicht müssen wir auch im Preis senken. Ndoye ist gerade noch erste Mannschaft, aber da jetzt der Hut gekommen ist, kannst du in die zweite Mannschaft runter. Und dann sollte man dich eigentlich auch verkauft kriegen. Obwohl du nicht so schlecht bist. Aber will auch noch keiner. Schwierig, Freunde. Das ist halt irgendwie ist das schwierig. Spieler verkaufen. Wir haben ja genug Spielerpotenzial da, was wir verkaufen könnten. Aber es hat keiner Interesse an denen. Das macht es zu einer schwierigen Aufgabe. So, 69. Ja gut, der hat jetzt die Werte noch nicht so top, aber das kriegen wir hin. Da haben wir schon andere Probleme gelöst. So. Dab, 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 dab. Der Hut, der kann mal ein guter werden. Der kann mal ein guter werden. So, Jugendspieler entdeckt. Den nehmen wir auch. Warum nicht? Jetzt müssen wir, solange wir hier noch eh eine schlechte Jugend haben, können wir fast jeden nehmen. Da brauchen wir keine Angst haben. So, der Hut ist wie gesagt gekommen. Dafür geht Kouassi raus und Kouassi nimmt den Platz hier ein. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Gucken, ob wir noch welche kriegen. Palacios braucht man nicht unbedingt, ne? Ja, jetzt wo wir über ihn reden, kommt er auch. Das ist nur so Kann-Transfer, ne? Muss nicht, aber wenn wir doch kriegen können, dann nehmen wir den doch gern. Solange wir nichts anderes haben. Irgendeiner ist noch gewechselt. Für die Naya müssen wir 750, aber ich denke, es wird scheitern, leider. So. Rodriguez ist auch gekommen, sehr schön. Der Kader nimmt so langsam Form an, Freunde. Offensiver Mittelfeldspieler kann er schon, defensiver braucht er eigentlich nicht lernen erstmal. Dann kümmern wir uns rein um die Werte. Die sehen soweit auch ganz gut aus, kann man durchaus was mit anfangen. Das ist sehr gut. So. Das müsste ein neues Lied sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, er hat natürlich schon ein bisschen in der Liga gespielt, aber das soll kein Problem sein. Der eine Transfer ist auch weg. Das ist gut. So, damit ist Herrera auch weg und Rodriguez kommt dafür rein. Kann dann dem Buff Druck geben und dann stehen wir schon viel besser da. Ihn können wir leider auch noch nicht verkaufen. Doch alles bitter. Können wir Christoffi verkaufen? Auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, wir müssen die, die jetzt in der zweiten Mannschaft sind und die wir nicht verkaufen können, die Wert haben, die müssen wir kurz bevor das hier im Monat wechselt nochmal rüberschieben, damit die nicht zu viel Wert verlieren. Ihr kennt ja den alten, in Anführungszeichen, Trick. Würde ich sagen, nehmen wir den einen Tag hier noch mit. So, Francisco José Rodríguez geht zum FC Sion. Was ein Name. Hoffentlich spielt er genauso großartig, wie sein Name ist. Embolo macht sich ja bei uns ausgezeichnet. Von daher sind wir guter Dinge, dass sich auch die anderen Jungstars hier da einfügen. So, Yashine Shikai haben wir da gesehen. Auch ein sehr guter Mann. Wir schicken euch nochmal auf Lehrgang. Bettwäsche nehmen wir auf, um ein bisschen Geld noch zu generieren. Und entwickeln das Vereinsmagazin. Das wird sicherlich oft gekauft. Bolzplatz einweihen. Schulprojekt teilnehmen. Probetraining. Ja, das sieht gut aus. Das könnte eine gute Jugendwoche werden. Ja, Marvin Martin, das war mal ein richtig krasser Typ, aber leider kein Spielmacher mehr und spielt auch nicht die Position, die wir brauchen. Basa kennt man auch, schon viele bekannte Stationen hinter sich, die hier alle nicht angezeigt werden.
Aber ist noch zu teuer. So. Dann, Dahut, herzlich willkommen, Junge. Flachodimus, herzlich willkommen, Junge. Rodriguez, herzlich willkommen. Schweizer, sagen wir mal hier, stärker werden. Andersen muss stärker werden. Balmer muss stärker werden. Embolo, Glückwunsch zum ersten Tor. Das ist erstmal wichtiger. So, ansonsten der Buff. Mit wem hat der denn Stress? Mit Kanute. Das ist aber nicht so schön. Wüthrich, du musst. Ansonsten Philipp Koch ist noch einer unserer wichtigen Spieler. Moussa Kanouté hat an seiner Schwäche kurzer Pass gearbeitet, das ist gut. Kurzer Pass hat er jetzt 71, ist ein annehmbarer Wert. Kein Verein an Ndoye interessiert, dann machen wir den halt für 300.000 und gehen hier auf 150, meine Fresse. Man muss die Spieler aber echt verschenken, ne? Ich meine, der ist nicht stark mit seinen Dings, aber der hat doch einigermaßen Talent, der muss doch einen haben wollen. Und warum den Torwart keiner will, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. So schlecht ist der jetzt nicht. Komm, gib mir wenigstens ein bisschen Kleingeld. Ah, der KSC hat Interesse, das ist schön. Immerhin. Langsam, aber naja. So, hier ist ein 2,5er, der gehen muss. Dann nehmen wir den hier, weil der eh hoch muss. Das braucht man nicht. Wir hätten einen Torwart nehmen sollen, nicht Depp. Muss ich beim nächsten Mal dran denken. Ansonsten stellen wir gerade noch die Taktik für das Spiel gegen die Grasshoppers ein und das gibt es dann live in der nächsten Folge. Wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Mit Ben Khalifa und Merkel haben sie zwei ausgezeichnete Leute. Kayo, der Ex-Frankfurter, wenn ich mich nicht irre, jawohl. Also die haben da wirklich eine gute Truppe zusammen. Das wird nicht ganz so einfach, Freunde. Da müssen wir alles rausholen. Aber das machen wir dann, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir unser aktuell gestecktes Ziel erreichen. Und wenn ihr dieses Video mit euren Freunden auf Facebook oder Twitter teilt, das wäre für mich wirklich sehr schön. Ansonsten muss ich gerade mal gucken, hier hat irgendwas ein Fehlergeräusch produziert. Deswegen mache ich jetzt schneller Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Video teilen oder euren Freunden von meinem Kanal erzählen, damit wir hier mehr werden. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Kommentare für Wunschtransfers, Jugendspiele übernehmen etc. Ihr kennt das Ganze und nun schaut auch auf meinem Games-Kanal vorbei. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Nun bis zum nächsten Mal. Ciao.